Ein kleines Unternehmen hat eine große Idee. Der Erfolg sprengt buchstäblich alle Grenzen. Die Nachfrage erstreckt sich plötzlich auf die ganze Welt. Was sich wie der Traum eines jeden Startups anhört, kann in der Wirklichkeit zur echten Herausforderung werden. Wir begleiten die Brüder Johannes und Josef Schreiter ein Jahr lang bei ihrem Plan, mit ihrer Idee die USA zu erobern. Und wie Lufthansa Cargo und Panalpina sie dabei unterstützen. Eine geniale Idee aus Hessen. Das Frankfurter Brett bringt Ordnung und System in jede Küche. Erfinder sind die Zwillinge Johannes und Josef Schreiter aus Frankfurt am Main. Ich bin Josef. Und ich bin Johannes. Wir sind beide 36 Jahre alt. Und zusammen haben wir das Frankfurter Brett entwickelt. Seit 2016 ist ihr Brett auf dem Markt. Und das mit Erfolg. Allein im letzten Jahr haben wir um die 18.000 Bretter verkauft. Was eine Menge ist. Menge Holz. Die Nachfrage ist also enorm hoch. Und sie beschränkt sich nicht auf Deutschland. Allein aus den USA kommen Tag für Tag bis zu 50 Bestellungen, was die beiden Schreiters natürlich freut. Aber der Einzelversand, der im Inland so gut funktioniert, ist bei diesen Mengen für den Sprung über den Atlantik völlig ungeeignet. Und plötzlich haben die Zwillinge ein echtes Logistikproblem. Im Moment bieten wir den Amerikanern unsere Produkte online nur mit sehr hohen Versandkosten an. Das kostet dann zwischen 80 und 120 Euro pro Paket. Und da ist es klar, dass es einen großen Teil der potenziellen Käuferschaft abschreckt. Einfach durch diesen krass hohen Preis. Ja, wir haben uns diese logistische Herausforderung angeschaut mit dem Frankfurter Brett. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, ein Logistiklager in den USA direkt zu betreiben und von dort dann die Abrufe zu den Endkunden zu steuern. Und im Endeffekt denken wir jetzt gerade darüber nach, dass wir zwei Warenlager in den Staaten haben, die im Prinzip unser jetziges Warenlager spiegeln. Ähnliche Prozesse, die kann man einfach hochskalieren. Und dass man dann à la minute in den Staaten unsere Produkte zusammenpackt und dann an den Endkunden verschickt. Und da ist jetzt die Zusammenarbeit mit Lufthansa und mit Panalpina kommt genau richtig. Weil da kommen Fragestellungen und Problemstellungen auf uns zu, die wir überhaupt noch nicht absehen können. Und da ist es toll, Ansprechpartner vor Ort zu haben. Lufthansa Cargo und Panalpina empfehlen für den Weg in die USA also ein völlig anderes und sehr vielversprechendes Logistikkonzept. Global Business als Kombination aus Highspeed der Luftfracht mit Warehouse-Lösungen vor Ort. Ob das funktioniert? Wir werden es beobachten. Vorher gibt es aber noch eine ganz andere Herausforderung zu lösen. Kürzlich haben wir unsere, eigentlich die logischste Ergänzung zu unseren Brettern auf den Markt gebracht, und zwar unser Barbecue-Pad. Und das ist im Prinzip eine mobile Tranchierauflage, die man aufs Brett auflegt, da sein Fleisch tranchiert und das hat dann sogar einen Sammelablauf, wo die auftretenden Fleischsäfte direkt in den Behälter ablaufen können. Das löst einfach das Problem, dass wenn man normalerweise so einen riesigen Fleischklumpen aufschneidet, dass man in so einem See aus Blut und Saft ersäuft. Ja, doch. Für dieses neue Produkt liegen bereits weit über 1000 Bestellungen vor. Wie immer über die Online-Plattform, fast die Hälfte davon aus den USA. Und die müssen jetzt bedient und ausgeliefert werden. Wenn jemand den Online-Versand bestellt, der möchte natürlich seine Ware so schnell wie möglich vor Ort haben. Und das geht in einer globalisierten Welt eigentlich nur mit Luftfracht. Gesagt, getan. Bereits im August verlässt die erste Lieferung Deutschland. An Bord 500 Barbecue-Pads für die USA. Und wie es mit dem großen USA-Plan der Zwillinge weitergeht, darüber berichten wir demnächst mehr.